habe beschlossen, dass ich diese Woche ein bisschen vlogge. Ein kleiner Wochenvlog, jetzt nicht jeden Tag, aber so an so ein paar Tagen, so und so. Ja, bis jetzt habe ich nicht viel erlebt. Wir haben Montag, es ist glaube ich jetzt knapp 14 Uhr. Heute Morgen habe ich noch nicht so geschafft, ein bisschen was aufzunehmen. Ich habe aber schon, ich war produktiv, ich habe ein Video gedreht. Das hier, ja, gehört zu dem Video. Mittlerweile dürft ihr es auch schon gesehen haben. Falls ihr es noch nicht gesehen habt, werde ich auf diesen Müll jetzt dieses Video verlinken. Ja, so sieht das aus, wenn ich meine Videos schneide. Falls ihr immer schon mal brennend interessiert daran gewesen seid, was ich zum Schneiden benutze. Es ist das Sony Movie Studio Platinum 12. Ja, es ist halt, das Schneidprogramm ist okay. Ich hasse Videos schneiden wie die Pest. Das ist echt eine Aufgabe für jemanden, der Mutter und Vater umgebracht hat, ganz ehrlich. Videos drehen macht mir deutlich mehr Spaß, aber es muss ja gemacht werden und ja, da bin ich gerade zugange. So, ich mache jetzt mal eine kleine Pause vom Schneiden und habe gerade mal bei YouTube reingeguckt und die Mary M. hat ein neues Video hochgeladen. Deshalb schaue ich mir das jetzt mal an. Mary M. finde ich lustig. Juhu, Mami Seelen hat auch ein Video hochgeladen. Ich liebe Mami Seelen. Wenn ihr die noch nicht kennt, dann schaut unbedingt mal bei der vorbei. Die ist so, so toll. Ha, ich freue mich gerade. Ich merke gerade, dass heute gar nicht mein Tag ist, also überhaupt nicht. Mein Schneideprogramm meint gerade irgendwie, mich verarschen zu müssen und ich werde gerade total aggressiv, deshalb habe ich es jetzt einfach ausgemacht und schneide später weiter. Dann habe ich mir gerade ein paar Cornflakes gemacht und auf dem Weg von der Küche bis hierhin, was nur ein paar Meter sind, habe ich es doch wirklich geschafft, die Hälfte davon auf den Boden zu verschütten. Grandios. Deshalb sitze ich gerade hier und höre ein bisschen beruhigende Musik von Jake Buck. Oh mein Gott, kennt ihr ihn? Das ist, oh, das ist göttlich. Das Lied Broken mag ich im Moment am liebsten. Das ist so eine richtig schöne Ballade. Und Jake Buck ist quasi der eine junge Version von Bob Dylan. Meine jungen Zuschauer sagen jetzt, Bob Dylan, wer ist denn das? Googelt ihn mal. Aber oh, diese Musik ist einfach so beruhigend und bringt mich hoffentlich jetzt ein bisschen runter. Und ich kann gleich mein Video weiterschneiden und alles läuft toll. Und das sind übrigens meine Cornflakes. Das, was davon noch übrig ist. Preiset den Herrn, ich habe es endlich geschafft, mein Video zu Ende zu schneiden. Oh Gott, das war jetzt echt eine schwere Geburt. Naja, jetzt werde ich es rendern und ich denke mal, dass ich es dann morgen am Dienstag hochladen werde. Ja, oh Gott, ich bin echt immer froh, wenn das erledigt ist. Das ist echt immer eine Arbeit. Oh. Ja. So, ich bin jetzt wieder mega spät dran, wie immer. Ich gehe jetzt zu einem Konzert mit meinem Mann. Zu einer Band, die überhaupt gar nicht meiner Musikrichtung entspricht, also überhaupt nicht. Ich habe hier meinen Rucksack. Die Band heißt Crossfaith. Wo ist jetzt? Wo sind die Tickets? Da sind die Tickets. Crossfaith und dabei sind noch Silent Screams und Cold Rain. Vielleicht sagt euch das ja was. Also ich bin ja nicht so ein Weichei, das nicht auf laute Musik steht, also gar nicht. Es geht halt nur um die Musikrichtung. Und das ist einfach überhaupt nicht meins. Es ist halt so dieses ins Mikrofon kotzen und weiß ich nicht. Also ich würde ja sehr gerne mal auf ein Green Day Konzert gehen oder Linkin Park oder was es da noch so alles gibt. Aber das ist einfach nicht so meins. Aber ich freue mich einfach auf einen schönen Abend. Ich habe jetzt hier mein Outfit of the Day. Ist einfach ein ja, Tanktop, ein schwarzes, schwarze Hose, schwarze Schuhe. Und meine schöne Herbstjacke. Ist die nicht wunderschön? Schön Karo mit Rot, Gelb, schönen Herbstfarben. Und ich bin gerade voll außer Atem. Ich muss mich nämlich jetzt total beeilen. Ich muss meine Bahn erwischen. Dann treffe ich mich mit meinem Mann am Hauptbahnhof. Und dann müssen wir ins Underground in Köln. Kölner wissen Bescheid, wo das ist. Also, oh Gott, okay. Ja, betet für mich, dass ich morgen nicht taub bin. Wir sehen uns dann morgen auch wieder und dann erzähle ich euch von dem Konzert und ja, bis morgen. Hallo. Mir tut alles weh. Insbesondere mein Nacken, weil ich gestern doch ein bisschen mitgeheadbanged habe, zumindest bei der ersten Band. Aber ich erzähle mal von Anfang an. Zuallererst, liebe KVB, das sind die Kölner Verkehrsbetriebe, also die Stadtbahn. Ich bin wegen euch schon wieder zu spät gekommen. Das wiederholt sich im Moment
so häufig, ich hasse euch. Die Deutsche Bahn kann sich da direkt mal, die können direkt Hand in Hand gehen, ihr seid genauso scheiße. Das zu Anfang, da war ich schon mal recht angepisst. Und ja, dann sind wir erstmal durch die Dunkelheit ein bisschen gelaufen, es war kalt und dann haben wir die Location gesucht. Wir haben uns sind erstmal im Kreis gelaufen, aber dann haben wir es irgendwann doch gefunden, waren natürlich die Letzten in der Reihe. Aber wir haben doch einen Platz ganz vorne in der Reihe bekommen, was im Endeffekt gar nicht gut war, weil ich nur einen halben Meter von den Boxen stand. Daher höre ich auf diesem Ohr jetzt gerade nicht mehr so viel. Es ist eigentlich nur noch so ein bisschen dumpf, es kommt langsam wieder, aber ja. Also wie gesagt, die erste Band war auch noch ganz gut, auch vom Stil her. Hat sie mir gefallen, ich muss gerade mal den Arm wechseln, weil der mir gerade schon ein bisschen knack einschläft. War noch ganz gut. Und da bin ich auch ein bisschen mit abgegangen, weil wenn man da teilnahmslos steht, da fällt man erst recht auf. Und ja, beim Großen und Ganzen war es einfach wirklich nichts für mich. Also die Musikrichtung ist einfach nicht mein Fall. Wenn ihr Crossfaith kennt, googelt es mal. Ich kann euch auch vielleicht ein Video in die Infobox setzen, wenn ich dran denke. Es ist für mich einfach nur rumschreien und für mich machen die keine Musik, die machen Krach. Und ja, mir wurde diverse Male auf die Füße getreten. Eine ist mir da voll mit ihren hohen Hacken drauf getreten und ich hatte solche Schmerzen. Ich bin echt so, ich hätte am liebsten eine gegeben, ganz ehrlich. Ich musste mich wirklich zusammenreißen. Wenn ich nicht so gegen Gewalt wäre, dann hätte ich echt eine verpasst, ganz ehrlich. Ich war so, ja, danach waren wir ziemlich fertig. Wir waren, glaube ich, um 12:45 oder so wieder zu Hause. Und ja, ich sehe auch, glaube ich, jetzt ein bisschen fertig aus. Aber ja, macht ja nichts. War trotzdem ein schöner Abend, weil ich den zusammen mit meinem Mann verbracht habe. Und er mag diese Musik sehr gerne und deshalb bin ich auch gerne mitgegangen. Aber nochmal tue ich mir das nicht an. So, ja, heute ist der Plan. Ich würde am liebsten den ganzen Tag zu Hause bleiben und nichts tun. Aber das geht nicht. Ich muss gleich noch Wäsche waschen. Da muss ich noch in die Stadt was erledigen, muss noch ein paar Kleinigkeiten einkaufen und ja, danach mal gucken. Oh mein Gott, ich bin so, oh mein Gott, mein Name. Jetzt wird es Zeit, mein neues Video freizuschalten. Zack, und es ist online. Ja, wahrscheinlich werden wieder Kommentare kommen. Ah, warum machst du jetzt Beauty-Zeug? Ich kann euch jetzt schon sagen, es werden noch einige Videos zum Thema Beauty kommen, weil ich habe meinen Kanal noch nie auf ein spezielles Thema ausgerichtet und ich finde es langweilig, meinen Kanal immer nur in Richtung Sims oder Comedy zu lenken. Ich mache Verschiedenes und jetzt mache ich eben auch ein paar Beauty-Videos, weil mir das sehr viel Spaß macht und ganz ehrlich, wer keinen Bock drauf hat, dann guckt euch die Videos einfach nicht an. Ihr könnt genau sehen, ich kennzeichne das genau, in welchen Videos Beauty vorkommt. Und wenn ihr das einfach nicht mögt, dann guckt es euch nicht an. Kommentare wie, Beauty, da schalte ich sofort ab. Damit kann ich nichts anfangen, das bringt mir nichts und das ist komplett am Thema vorbei und brauche ich nicht, ganz ehrlich. So, Punkt. Machtwort gesprochen. Ja, lasst euch gesagt sein, ich werde nie so eine quietschpinke Beauty-Tante. Das war ich nicht, das bin ich auch nicht. Ich gebe meine fundierte Meinung ab und das in meinem eigenen Stil. Und lass mich da nicht verbiegen. Und kleiner Beweis dafür. So, mehr muss ich dazu auch, glaube ich, nicht sagen. So, ich habe jetzt ohne Ende Zeit geschunden, aber ob ich will oder nicht, ich muss jetzt in die Stadt. Ja, die Wäsche ist in der Waschmaschine. Ich habe jetzt meine Pfandflaschen zusammengepackt, damit ich die auch endlich mal wegbringen kann. Das verschiebe ich nämlich auch immer wieder, weil ich da keine Lust zu habe. Aber wenn ich gerade mal unterwegs bin, dann kann ich das auch noch erledigen. Ja, so, ich muss jetzt noch einen Brief in meine Tasche stecken. Den muss ich jetzt noch zur Bank bringen. Und ja, ich melde mich dann gleich nochmal wieder. So, ich bin jetzt fertig. Aber ich bin immer froh, wenn so Pflichtsachen, die man so am Tag erledigen muss, fertig sind. Jetzt gehe ich nach Hause und lade meine Einkäufe ab. Und dann werde ich mich einfach nur noch entspannen. Oh Gott. Guck mal, ist das nicht schön hier? Ah, der Herbst ist da. Ich mache gerade ein bisschen Internet-Shopping und bestelle gerade bei Douglas. Und man kann sich ja immer zwei Pröbchen aussuchen. Und es ist nur Scheiß dabei. Ich weiß nicht, was ich nehmen soll. Ich habe jetzt einmal dieses Calvin Klein Reveal angekreuzt, dieses Parfum.
Mal gucken, wie das riecht. Und ich weiß nicht, was ich als zweites nehmen soll, weil da einfach nur Mist dabei ist. Ich weiß nicht. Ich habe jetzt einfach die Überraschungsprobe angekreuzt. Mal gucken, was ich da Tolles bekomme. So, Freunde der Sonne. Ich habe jetzt ein bisschen im Internet geshoppt und das macht sehr, sehr hungrig. Deshalb mache ich mir jetzt was Kleines zu essen. Mit den Sachen, die ich bestellt habe, werde ich übrigens einen großen Unboxing-Haul machen. Da freue ich mich schon sehr drauf. Also ich glaube, nächste oder übernächste Woche wird es dann soweit sein. Jetzt mache ich mir was zu essen und zwar, lacht bitte nicht, aber ich stehe voll auf diese Suppe. Das ist die Bihun-Suppe von Tipp, gibt's bei Real. Die ist wahrscheinlich mega ungesund und da sind wahrscheinlich nur schlechte Zutaten und Inhaltsstoffe drin. Aber ich bin süchtig nach dieser Suppe, die ist so lecker. Oh Gott. Ich hatte mich vorhin übrigens total gewundert, als ich unterwegs war. Ich wohne ja noch ein bisschen außerhalb von der Kölner Innenstadt. Und bei mir in der Stadt war überhaupt nichts los. Es war total menschenleer. Und ich habe so überlegt, heute war doch irgendwas. Irgendwas war doch heute. Ja, da gucke ich auf den Kalender. Heute ist der 11.11. In Köln ist heute, hat heute die Karnevalssaison angefangen. Und ja, da wird wohl der Teufel los sein. Ich bin ja überhaupt nicht für Karneval, also damit kannst du mich echt jagen. Halloween ist ja für mich total cool, da verkleidet man sich ja auch, aber Karneval ist wieder was anderes. Also ich bin ja keine gebürtige Kölnerin, also ist das, ne? Sei mir das verziehen. Naja, also ich genieße jetzt meine leckere Suppe, nam nam nam, und gucke eine Folge Gilmore Girls dabei. Guten Morgen, es ist jetzt Mittwoch, 7:44. Mein Mann ist gerade zur Arbeit gegangen und ich habe immer ein total schlechtes Gewissen, wenn er arbeiten muss und ich nicht. Aber ich kann ja nichts machen, ich habe ja Urlaub, also ne, höhere Gewalt. Boah, ich habe immer morgens, wenn ich frisch aufgewacht bin, habe ich ja voll die Schlauchbootlippen. Ich habe die nicht aufspritzen lassen, das liegt an der Haarfarbe, ne, Frau Ohofen. Oh Gott, ich weiß jetzt nicht, ob ich jetzt nochmal einschlafen soll oder ob ich jetzt direkt aufstehen soll. Ich bin mir noch nicht sicher. Ich glaube, ich bleibe noch ein bisschen im Bett und gucke YouTube-Videos. Mein Nacken tut so dermaßen weh. Ich kann meinen Kopf echt fast gar nicht mehr bewegen. Gestern Abend habe ich ein bisschen Voltaren drauf gemacht, dann ging's. Dann war ich unter der Dusche und Wärme hilft ja sowieso immer gegen so Nackenprobleme. Ich wäre am liebsten die ganze Zeit unter der Dusche gewesen und hätte das Wasser drauf fallen lassen. Aber das geht ja auch nicht. Ich glaube, ich mache mir gleich eine Wärmflasche. Oh Gott, das ist echt. Dabei bin ich gar nicht so dermaßen abgegangen beim Konzert. Habe ich übrigens vergessen zu erzählen. Hat sich irgendwann ein etwas korpulenterer Mensch vor mich gestellt beim Konzert. Der war nass geschwitzt, aber der war wirklich kletschnass. Und hat dann vor mir geheadbangt. Und ich wurde dann immer, ich habe dann immer Schweißtropfen abgekriegt. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, ich habe die Hälfte des Konzerts, habe ich dann nur noch so da gestanden, so angeekelt. Oh, das war so widerlich. Ach. Vielleicht stelle ich mich auch an, aber nee, das war für mich dann wieder so ein bisschen zu viel. Okay, so. Ja, mal gucken, was ich jetzt mache. Ich glaube, ich bleibe einfach im Bett. Wie blöd muss man sein? Also, das ist echt so, wenn man arbeiten muss, dann ist man morgens total verpennt und wird am liebsten den halben Tag im Bett bleiben und hat auch die Motivation dazu. Aber wenn man dann Urlaub hat, dann wacht man immer um, keine Ahnung, 7 Uhr auf und hat dann total den Elan und hat voll Power und möchte überhaupt nicht schlafen. Das ist echt krank, das ist jedenfalls bei mir so. Geht's euch auch so, dann schreibt es mir bitte in die Kommentare, dann fühle ich mich nicht ganz so einsam und allein. Naja, ich melde mich dann gleich wieder und ja, bis später. Ich konnte mich jetzt dazu durchringen, aufzustehen. Wir haben mittlerweile 11:45 und es war aber auch echt mal nötig, so lange zu schlafen. Ich fühle mich auch echt nach langer Zeit mal wieder richtig ausgeruht. Ich gönne mir jetzt zum Frühstück meine allzeit beliebten Cornflakes und ein gutes altes Nutella-Brot. Wenn es eins gibt, wofür es sich lohnt, aufzustehen oder überhaupt zu leben, dann ist es Nutella. Und ich glaube, ich bin auch eine der wenigen YouTuberinnen, die kein Agavendicksaft über ihr Frühstück kippt. So, und jetzt beantworte ich ein paar Kommentare. Und während ich jetzt gleich frühstücke, gucke ich eine Folge Gilmore Girls und danach sehen wir mal weiter, was das noch für ein höchst produktiver Tag wird. Für mich ist gerade Weihnachten, weil X Karenina ein Video hochgeladen hat. Ich liebe X Karenina. Thank you.
die Stadt zu gehen. Ich stehe hier wie so eine alte Oma mit ihrer Tasche in der Armbeuge. Aber egal. Ja, gucken wir mal. Ich glaube, ich werde nicht so lange bleiben. Ich werde nur die Pizza kaufen und dann nochmal kurz was erledigen, was anderes. Und dann werde ich sofort wieder nach Hause starten. Busy, busy, busy. Heute ist richtig pures Herbstwetter. Bewölkt. Es nieselt ein bisschen. Und es ist kalt. Grund genug, schnell wieder nach Hause zu gehen und sich einzukuscheln. Ich sitze jetzt in einem Café und guck mal, wen ich zufällig getroffen habe. Hallo! Hallo, die Bina ist da! Ja! Voll cool! Wir haben jetzt hier ein Stück Kuchen gegessen, die Bina hat ein Brötchen verdrückt. Ja. Voll toll, dass ich mich getroffen habe. Ja. Sie kommt auch demnächst mal in einem von meinen Videos. Hat sie gerade gesagt. Haben wir quasi los. Und so, ihr habt es gesehen. Genau. Kommt die Bina in einem Video vor, ihr freut euch ja immer. So, jetzt gehen wir gleich los. Genau. Ja. Eigentlich wollten wir morgen zusammen was machen, aber wir sind eigentlich total busy. Es geht halt so Business und Spur gerade. Keine Ahnung, was ich gerade hier mache. Aber Much. Okay. Genau. Wir gehen jetzt gleich hier zur tolle Bäckerei übrigens, ja. Und wir gehen nach Hause. Und ja, so weiter und so fort. So, jetzt wurde es doch später als gedacht. Dadurch, dass ich die Rubina getroffen habe, was ich total toll fand. Also, ich war noch am Tag noch richtig schön und hinterher kam noch Rubinas Mutter dazu. Und dann haben wir alle nochmal zusammen Kaffee getrunken und sind dann ein bisschen durch die Geschäfte geschlendert. Das war richtig toll. Und jetzt gehe ich nach Hause und ja, lasse den Tag gemütlich ausklingen. Und ja, dann sehen wir uns morgen früh in alter Frische wieder. Guten Morgen! Ich mache mich jetzt hier gerade wieder so ein bisschen fertig. Gestern Abend war, wie gesagt, noch total schön, also der Nachmittag beziehungsweise. Das kam echt so spontan. Ich wollte eigentlich nur eine Kleinigkeit einkaufen und was wegbringen. Und dann habe ich die Bina getroffen und sind wir spontan Kaffee trinken gegangen. Und dann haben wir später noch Binas Mutter getroffen und sind dann mit der noch ein bisschen durch die Stadt gelaufen. Und das war echt so schön und fand ich echt richtig toll. Und das wird jetzt alles schon so weihnachtlich in der Stadt. Also es, ich habe ja, glaube ich, ein paar Bilder von Douglas eingeblendet. Da ist alles schon weihnachtlich geschmückt und die haben gestern angefangen, in der ganzen Stadt zu dekorieren. Und irgendwie bin ich auch dieses Jahr mehr in Weihnachtsstimmung als letztes Jahr. Letztes Jahr wollte ich ja überhaupt keinen Schnee haben, damit konntest du mich ja jagen. Dieses Jahr wünsche ich mir Schnee. Ich möchte einen Schneemann bauen. Also Weihnachtsstimmung kommt bei mir jetzt schon langsam wirklich auf. Also ich freue mich auf Weihnachten. Freut ihr euch auch auf Weihnachten? Schreibt es in die Kommentare. Gestern Abend ist dann noch was passiert, worüber ich mich sehr gefreut habe. Und zwar das hier. 500 Abonnenten habe ich gestern geschafft. Da habe ich mich so drüber gefreut. Wahrscheinlich, wenn ihr dieses Video seht, sind es wieder 498 Abonnenten, so wie ich das von meinem Kanal kenne. Aber für den Moment sind es 500 bzw. 501 und ich bin euch sehr, sehr dankbar, dass ihr zu diesem Kanal gefunden habt und dass ihr euch gerne das anschaut, was ich hier hochlade und mir Feedback gibt und mich so motiviert, mehr Videos zu machen und dafür wollte ich einfach nochmal ein großes Danke sagen. So, ich war gerade einkaufen mal wieder. Und erstmal an der Kasse. Ich hatte einen Mann, den habe ich schon vorgelassen, weil der nur einen Teil hatte. Ich lasse auch sonst immer Leute vor, die nur wenig dabei haben, weil ich das eigentlich angebracht finde und das gehört sich. Aber da war hinter mir noch ein Typ, der hatte zwei Teile und hat mich ständig irgendwie so giftig angeguckt, weil ich meine Sachen schon aufs Band geräumt hatte. Und irgendwann sagte er so zu mir, ja, sie hätte mich aber auch mit den zwei Teilen vorlassen können. Da habe ich ihn angeguckt und gesagt, ja, wenn ihre zwei Teile irgendwie aus Babynahrung bestehen würden oder aus Katzenfutter, hätte ich das gerne gemacht, aber sie haben Zigaretten und der Lungenkrebs kann warten. Arschloch. Boah, das hasse ich ja, ne? Naja, nicht ärgern lassen. Wollt ihr einen Foodhaul sehen? Ihr wollt einen Foodhaul sehen. Und zwar habe ich ein bisschen was fürs Abendessen eingekauft und diverser anderer Kram. Erstmal was Gesundes. Äpfel! Denn man kann nie genug Äpfel im Haus haben. An apple a day keeps the doctor away.
Milch, Pfefferon, weil ich total auf die abfahre im Moment. Oh, ich liebe die. Probiert die mal. Die sind echt super. Ich war übrigens bei L'Oréal, falls ich das nicht erwähnt hatte. Die haben 1,29 gekostet. Oh, die sind so lecker. Oh mein Gott. Spaghetti für heute Abend. Dann Gewürzmischung von Maggi. Steinigt mich bitte nicht, dass ich sowas kaufe. Ich habe mir letztens schon eine Tirade anhören dürfen. Sowas darf man nicht benutzen, da ist nur Müll drin und mir schmeckt's und deshalb kaufe ich es und fertig. Außerdem gehört ja noch zu dieser Mischung, das sind übrigens gebratene Nudeln, die möchte ich heute Abend machen, gehört noch Gemüse rein und das ist gesund, nicht wahr? Dann habe ich gekauft Schokolinsen, die mag mein Mann gerne. Philadelphia. Kaugummi von Hubba Bubba. Kennt ihr das? Das ist dieses lange Band. Ich kannte diese Geschmacksrichtung noch nicht. Ich glaube, die sind neu. Orange Party. Bin gespannt. Ich liebe die. Irgendwie, man muss irgendwie noch sein Kind in sich behalten und auch so ein Zeug kaufen, weil das darf man einfach nicht verlieren. Außerdem, was dann direkt damit Hand in Hand geht, habe ich ein neumodiges Getränk gekauft. Neumodiges, war das jetzt ein richtiges Wort? Mezzo Mix Berry Love. Ja, was die Jugend von heute so trinkt, nicht wahr? Dann noch eine Soße. Zu den Nudeln möchte ich die gerne essen. Wenn ich sowas esse, dann übersoße ich das ja gerne. Ich übersoße Hamburger, dann übersoße ich gerne Nudeln. Und Asiasoße ist sowieso so eine Sache. Oh, lecker. Es gab mal eine von Heinz. Das war die beste ever, aber die wurde vom Markt genommen. Zumindest gibt es sie bei mir nicht mehr und das war echt eine Tragödie. Ich habe echt wochenlang getrauert. Ich habe mir meine Suppe wieder gekauft. Und Mandarin oder Clementine. Clementine. Lecker, lecker, lecker. Gehört einfach zu dieser Jahreszeit dazu. Ich liebe die, ist gesund und das war's mit meinem Food Haul. Guten Morgen! Ihr befindet euch gerade fast in meinen Cornflakes. Die gibt es jetzt wieder zum Frühstück und ein bisschen YouTube. Heute ist mal richtig schönes Wetter. Also das genaue Gegenteil zu den letzten Tagen. Ha, schön! Heute ist es windig. So, ich bin auf geheimer Mission und zwar gehe ich jetzt in den DM. Mal wieder. Eigentlich möchte ich Getränke besorgen fürs Wochenende, deshalb habe ich auch hier diesen erotischen Rucksack mitgenommen, eigentlich den von meinem Mann, weil ich es hasse, wenn Tüten so schwer sind und die sich in die Hände reinschneiden. Das ist total disgusting. Das hier ist auch der Miranda Sings Kamerawinkel. What? So sieht das aus, wenn man im DM 5000 Lippenstifte ausprobiert. Ich konnte mich aber für einen entscheiden. Einkaufen geschafft. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie sehr ich das hasse. Gerade so darüber nachgedacht, wenn ich reich wäre, wäre das Erste, was ich engagieren würde, Personal Grocery Shopper. Wenn es sowas gibt. Also Einkaufen ist so ätzend und die Menschen, die mich aufregen, die kann ich mir gar nicht vorstellen. Hinter mir stand so ein Paar, die haben sich gekrabbelt. Oh, du bist halt total miese, Petrig. Bin ich gar nicht. Doch, du bist total schlecht drauf. Eigentlich müsste ich total schlecht drauf sein. Ich habe mir nur so gedacht, ey, boah, wenn ihr nicht gleich euer dummes Maul haltet, dann bin ich aber mal schlecht drauf. So, da ich an diesem Wochenende nicht mehr viel schaffen werde zu vloggen, machen wir für diese Woche Schluss. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich verlinke euch jetzt mal die Follow Me Around Playlist. Vielleicht wollt ihr da noch so ein bisschen weiter stöbern. Und ja, ich hoffe, ihr habt ein schönes Wochenende, beziehungsweise einen schönen Sonntag. Und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Tschüss!